Hänsler, schnelle Nummer. Heute mal wieder live on tape. Das heißt, was passiert? Passiert. Das erste, was passiert, kleiner Werbeblock. Diesen Channel gerne abonnieren. Also, klick. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, auch in diesem Jahr. Und denkt dran, Hänsler, schnelle Nummer geht live auf Tour. Nächstes Jahr 2024 durch Deutschland, Österreich. Und auf eventim.de könnt ihr euch die Karten sichern. Jetzt zeige ich euch mal, was es heute gibt. Und zwar machen wir heute einen Smashed Burger. Und zwar richtig geschmeidig lecker. Also, wir fangen mal an mit dem Fleisch. Da haben wir jetzt hier ein Entrecot zweimal gewolft. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe keinen Wolf, ich habe auch kein Entrecot gerade da, könnt ihr es natürlich auch mit Rinderhack machen. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Jetzt hier einfach dieses gewolfte Fleisch. Das sind ja so um die 250 Gramm. Halbieren, so ein bisschen Pi mal Auge. Dann zwei Kugeln formen. So. Das gleiche auf der anderen Seite. Ganze Fleisch mitnehmen. So, komm mal her hier. Nicht zu fest drücken, einfach nur so ein bisschen in Form bringen. Dann Pfanne heiß machen. So. Was heißt Smash Burger? Die Dinger kommen so in die Pfanne und werden dann sozusagen gesmashed, runtergedrückt. Jetzt nehmen wir hier Bratöl mit ein bisschen Garlic. So. Ziehen die Pfanne richtig an. Jetzt kommen diese zwei. Wir schauen mal. Oh ja. Hier rein. So. Jetzt braucht ihr, wir müssen ein bisschen anständig machen, Pergamentpapier, einfach zugeschnittenes Backpapier, was mit Gewicht und eine Palette, geht auch mit der Hand und so, aber wir wollen ja heute mal ein bisschen auf nett machen. Und was man dann macht, Palette, jetzt mit Backpapier, Palette und dann hier mit so einem Fleischhammer oder mit einem schweren Gewicht smashen wir den Burger runter, richtig schön flach machen. Ja, hätte ich mal eine größere Pfanne nehmen sollen, ne? Aber das Gute ist, ich habe hier noch eine nebenan stehen. Da wandere ich noch kurz mal rüber. Ja. Obwohl, der könnte eigentlich auch daneben passen. Komm, den kriege ich daneben gequetscht. Weil ich brauche die andere Pfanne ja für die Brötchen. Auch hier, jetzt hier, oben drauf. Langsam runter. Schön gleichmäßig dick. Da passen hier noch mal kurz einen nach. Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt ein bisschen würzen von oben, ganz leicht. Prise Salz. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Hitze reduzieren. Man sieht, das Fett tritt schon aus, auch vom Entrecot. Wir nutzen die Zeit in der anderen Pfanne. Flocke Butter. Kommt da rein, Pfanne ein bisschen zurück, weil jetzt ist sie gerade ein Ticken zu heiß. Da kommt unser Burgerbrötchen jetzt rein. Das lassen wir Suche hier ein bisschen braten. Und jetzt kümmern wir uns um die Soße, weil da kommt gleich Soße oben drauf. Und zwar habe ich jetzt hier eine Mayonnaise. Habt ihr ja schon 1000 Videos hier gesehen, wie man eine Mayonnaise macht. Wir machen auch unten in der Beschreibung mal rein ein Video, wo ihr das seht. Jetzt kommt dazu ein bisschen Worcestersoße, Worcestershire, wie immer sie auch heißen mag. Prise Senf, Chili, nicht zu knapp, würzen wir auch mit Salz und Pfeffer. Aber das alles Entscheidende ist jetzt, ihr nehmt eine Zwiebel, Vierkantreibe und schön über die grobe Seite, über die feine Seite. Jetzt schön hier die Zwiebel reiben. Oh ja, jetzt kommt sie. Immer ein Auge auf den Burger haben, ne? Das soll schon richtig dunkel werden, aber auch nicht zu schwarz. Oh, die Zwiebel hat richtig Saft. Jesus Maria im Himmel. Da geht aber was zu. Die hat aber richtig Schub, du. Lecco mio. Da. Fuck it, ey. Also, nächstes Mal dieses Gericht mit Taucherbrille nachkochen zu Hause. Ja, echt, ey. So, Zwiebel ist aufgerieben. Jetzt hier. Unser Zwiebelmus. Alles abkratzen. Wirklich alles brauchen. Das kommt jetzt hier in unsere Mayonnaise. So. Das Ganze wird vermengt. Oh,
Leco Mio, ey, die Zwiebel. Mach dich fertig, ey. Weil das ist jetzt unsere Soße, die wir benutzen. Schön durch, einmal abschmecken. Mmh. Oh. Oh, Mutter Gottes, ey. Boah, jetzt pass auf. Jetzt kommt's nämlich. Ein Esslöffel auf das Fleisch. Und jetzt den Burger drehen, beziehungsweise unser Smash-Ding, auf die Seite mit der Soße. Mmh. Auf den Patty jetzt. So muss er aussehen. Eine Scheibe Käse. Komm, wir machen doppelten. Zack, oben drauf. Hitze laufen lassen. Jetzt hier, Burger Buns, fertig braten. Oh, sich erstmal eine Runde ausheulen. Oh, ich muss einfach die Nase putzen. Jetzt läuft aber alles bei mir hier, du. Oh, Heide Witzka. Huh. Oh, macht frei. Es macht frei. Jetzt her, schauen wir mal. Oh ja, jetzt kriegt er schön Farbe. Einmal kurz hat er die Butter aufgesogen. Nimmt den Geschmack mit. Schau mal, das schaut gut aus. Jetzt machen wir Folgendes. Nehmen jetzt hier das eine Patty, legen es drauf, lassen das noch kurz ziehen. Aber die Farbe muss es haben, das muss wirklich, bam, das muss richtig in der Pfanne rösten, das Fleisch. Jetzt gehen wir an den Burger ran, bauen uns den Burger und natürlich unsere Soße. Auf dem Deckel auch schon gleich was drauf. Ruhig ein bisschen mehr. Und oft macht er jetzt zuerst das Fleisch drauf, dann Tomate und Salat. Ich mache es heute ein bisschen andersrum. Einfach jetzt hier frisch geschnittenen Eisberg. Dann ganz klassisch Tomate. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt dieses Ding da oben drauf. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen mehr Soße oben hier. Komm, auf den Deckel. Du siehst ja nicht, was ich sehe, ne? Aber hier, ja, aus dem oberen Patty, über den Käse, läuft der geilste, saftige Fleisch da draus. Ah, oh, guck mal hier. Das ist aber geil. So. Dann, Foto. Sü. Warte mal, muss ich das nett machen. So. Unser Smash Burger. Und den werde ich mir jetzt reinziehen. Haha. Oder willst du? Nee, gib gar nicht. Okay. So, komm mal her. Mmh. Soße, der geschmolzene Käse. Boah. Boah. Oh, erinnert mich an Kanada. Habe ich mir so ein ähnliches Ding gegessen. Geil. Mmh. Fleisch. Schön saftig. Die Soße. Mit der Zwiebel. Wirklich jede Träne für dieses Gericht hat sich gelohnt. Geil. Oh, da kann ich das Männeressen. Lecker. Das war live und tape. Was passiert, passiert. Der einzige Schnitt jetzt zur Einkaufsliste. Macht es nach. Ganz einfach. Ganz einfach. Hier ist die Einkaufsliste für den Smash Burger. Hier wird noch geputzt. Ne? Und ihr braucht dafür 2 Burger Buns, 400 Gramm Entrecot oder Rinderhack, eine Tomate, Viertel Eisbergsalat, 6 Esslöffel Mayo, 1 Esslöffel Chilisauce, eine weiße Zwiebel, Teelöffel Senf, Teelöffel Worcestershire-Soße oder Worcestershire-Soße, 4 Scheiben Cheddar-Käse, Gewürz, Salz, Pfeffer und natürlich unsere Chilisauce. Das war Hänzlers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hänzlers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.